Wenn du jetzt anfängst zu saufen, was soll denn dann draus werden hier so? Ja, aber hier, das ist eher so Grappa. Okay, also erhitzter Grappa. Pass auf, mit welcher Kamera muss ich gucken? Hört her, ihr Hasen, am Samstag. Das ist der 12. Dezember 2020. Ja, um 20.15 Uhr. Das ist nach den Tagesschau. Ja, direkt danach. Nee, guck die nicht, weil dann hast du schlechte Laune. Wieso? Weil man dann schlechte Laune hat. Also Quatsch, man kann auch kurz vorm Wetter ausschalten. Nee. Ja. Da gibt es das Glühwein-Massaker. Genau. Ja. Dass wir olympische Winterspiele in Isos Küche veranstalten werden. Also ja. Die Priska und der Iso müssen gegeneinander antreten, oder? Ja. Fünf Sportarten. Ja. Genau, wir haben aber auch bestimmt fünf Bands, die nämlich dazwischen spielen wollen. Unbedingt dabei ist auf jeden Fall die Wuckreiz. Die Wuckreiz aus Darmstadt, ja, schalten sich live dazu. Oder auch nicht, das weiß ich nicht genau. Damit es uns gut geht, wird es natürlich hausgemachte Pommes geben. Die Melli macht die. Ja, ich mach die. Keine Ahnung, wie es geht. Ja. Ah, scheiße. Das ist echt, alles muss man selber machen. Ja, dann zeigst du doch. Also, so, pass auf, jetzt hast du was ausgestanzt und jetzt. Wo ist denn mein. Jetzt hast du dir den kaputt gemacht, den Handschuh. Nee, der war schon kaputt. Was ist das denn für ein komisches Ding? Das haben wir noch nicht rausge. Also die Priska hat das für ein Küken. Nein, aber das ist eine verbogene Glocke. Das ist eine verbogene Glocke. Eben, habe ich auch schon gesagt. So, und die machen wir jetzt. So, da stand super. Warum haben wir eigentlich keine Sternchen? Also, und dann habt ihr Weihnachtspommes. Guck so. Oh, wie schön. Ja, wie schön, ne? Ja. Die sind sehr viel leckerer als die normalen Pommes. So. Haben wir jetzt am gesagt, 12. Dezember. Ja, sag's noch. Das ist ein Samstag. Der traditionelle Tag für Glühwein-Massaker ist immer der Samstag nach Nikolaus. Und es geht um 20.15 Uhr los, wenn die Internetverbindung mitspielt. Wir haben Bands dabei, wenn sie uns nicht absagen. Nein, die sagen nicht immer. Okay, und es wird der Wahnsinn. Du hast aber nicht alle Bands gesagt. Nein, also woher denn auch? Wir wissen doch noch gar nicht, wer so...